Ja, es ist ja jetzt fast oder ziemlich genau 2 Jahre her, wo der Intermittent Recovery Shuttle Run Test das erste Mal einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert worden ist, eben bei der ersten ÖCAV 2019. Und das Echo war doch beachtlich. Im Nachgang sind viele Fragen bei mir aufgeschlagen, Vor- und Nachteile und wie kann man den Test anwenden, auch im Amateur- oder im semiprofessionellen Bereich. Und wir mussten damals noch ein bisschen vertrösten, aber mittlerweile können wir diesbezüglich eine Lösung anbieten, eben, wie schon angesprochen, eine spezielle Pacer-App, die es ermöglicht, auch im Amateur- und Hobbybereich diesen Test durchzuführen. Ich darf dieses App dann vorstellen in einem Update 1.0, so wie wir meinen heutigen Vortrag genannt. Bevor wir jetzt doch auf diese App zu sprechen kommen, möchte ich der Frage nachgehen, ob es überhaupt Sinn macht, Ausdauerleistungsdiagnostik zu betreiben im Fußballbereich oder nicht ohne dies moderne Tracking-Systeme ausreichend viele Daten liefern. Wir wissen, dass die Laufleistung oder Laufumfang, also wie viele Kilometer immer im Spiel gelaufen sind, eigentlich in den letzten Jahren konstant geblieben ist. Wir wissen auch, dass die Anzahl der Sprints permanent zunimmt. Wir wissen, dass intensive Beschleunigungen zugenommen haben. Da trägt sich natürlich die Frage auf, ob der Fokus nicht ohne dies schon viel, viel stärker auf dem Bereich der Schnelligkeit liegt und weniger im Ausdauerbereich. Dementsprechend möchte ich ja beginnen mit Sprintleistungsdaten von österreichischen Fußballspielern unterschiedlicher Kategorien. Also wir haben Profispieler, also sind PP, semiprofessionelle Spieler, Amateurplayers und Hobbyspieler analysiert. Wir haben ja die Sprintleistung getestet und zwar mit einem sehr spezifischen Sprinttest, sieht man hier auf der linken Seite. Basis eines fliegenden Startes erfolgt nach 7,5 Meter ein Richtungswechsel, 5,5 Meter Sprint zurück und wieder 7,5 Meter Sprint ins Ziel. Und es hat sich gezeigt, dass zwischen den österreichischen Professionals und den Semi-Professionals kein statistisch signifikanter Unterschied in dieser Sprintleistung, bei diesem Sprinttest gegeben ist. Tendenziell sind die Profispieler zwar schneller, aber der Unterschied ist nicht statistisch signifikant. Die Amateurspieler und die Hobbyspieler fallen dann entsprechend doch stark ab. Es ist das Ergebnis, das für uns doch recht überraschend war. Schauen wir uns vielleicht ergänzend dazu die Ausdauerdaten an. Also wir haben also hier Ausdauerdaten auf Basis eines klassischen Shuttle Run Tests. Also wir haben 20 Meter Shuttle Run, 0,5 km Steigerung nach jeweils einer Minute bis zur Ausbelastung, also bis zur subjektiven Erschöpfung, allerdings ohne Pause zwischen den Belastungsstufen. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, tendenziell ist es so, dass eigentlich von der höchsten österreichischen Liga bis zur niedrigsten österreichischen Liga tendenziell die Ausdauerleistungsfähigkeit abnimmt. Bemerkenswert ist aber schon, dass die zweithöchste österreichische Liga dramatisch eigentlich abfällt im Vergleich jetzt zur österreichischen Bundesliga. Ergänzend dazu möchte ich noch Daten präsentieren von einem Trainer, nämlich Gurban Berdjew, russischer Trainerlegende, muss man eigentlich mittlerweile sagen. Aber darf man auch sagen, denn er hat seine Trainerkarriere mittlerweile beendet. Bekannt ist er worden, als er bei der Champions League Qualifikation 2019 mit Rubin Kazan Barcelona in Barcelona 2:1 besiegen konnte. Das war damals eine Riesensensation. Und wir haben eben ihn und sein Trainerteam sowohl beim FK Rostov als auch bei Rubin Kazan begleiten dürfen. Und was wir beobachtet haben, über die Jahre hinweg, dass die Ausdauerleistungsfähigkeit des Kaders kontinuierlich gestiegen ist. Was hier vielleicht auffällt, ist dieser Sprung, also von diesem ersten Test, also von der ersten Säule bis zur zweiten Säule, dass wir die Leistungsverbesserung innerhalb von 3 Wochen, also in Russland ist das so organisiert, zumindest BIMBA ist so organisiert, 3 Wochen oder 2,5 Wochen Trainingslager,
dann eine halbe Woche frei und dann wieder ins nächste Trainingslager. Und dieser Sprung von 0,5 km innerhalb eines Trainingslagers, also innerhalb von 3 Wochen, konnten wir eben beobachten. Man sieht schon, was da eigentlich möglich ist, welche Entwicklung hier möglich ist innerhalb kürzester Zeit. Das sind Entwicklungen, die wir vermutlich in der Schnelligkeitsleistung noch ganz, ganz schwer erreichen. Also ich darf das sagen als Leichtathletiktrainer, der sehr viel Sprinter trainiert, dass die Schnelligkeitsentwicklung eigentlich ganz, ganz heikle Geschichte ist und nicht so einfach ist wie jetzt der Ausdauertraining. Man sagt ja eben, zum Sprinter wird man geboren und die Ausdauer kann man sie antrainieren. Aber was sagen uns jetzt diese Daten? Also wie schon eingangs erwähnt, also die Laufleistung in einem Spiel ist eigentlich konstant geblieben. Dennoch sehen wir, dass die Ausdauerleistung der Spieler zunehmend ist. Ebenso ist die Anzahl der Sprints zunehmend. Zusätzlich ist die Anzahl der intensiven Beschleunigungen, also sowohl positiv als auch negativ, zunehmend. Also wie ist das jetzt im Kontext zu erklären? Aus meiner Sicht erklärt sich das darin, dass einfach die Pausen zwischen den einzelnen Sprints immer kürzer werden. Dass die Erholungszeit von Sprint zu Sprint wird immer kürzer. Und wie erreiche ich das? Wie kann ich das als Spieler realisieren? Nur durch eine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit. Und dafür die Erholungszeit kurz oder so kurz wie möglich gestaltet werden kann, dass ich einen Sprint mit höchster Intensität realisieren kann. Also aus meiner Sicht hat die Ausdauerleistungsfähigkeit überhaupt nicht an Bedeutung verloren. Die Bedeutung hat sich vielleicht etwas geändert. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch die Art und Weise, wie man modernes Ausdauertraining im Fußball realisiert, nämlich definitiv nicht über Dauerläufe, sondern über intervallartige Belastungen. Und das führt uns jetzt da zum Ausdauertest, also zum Intermittent Recovery Shuttle Run Test. Ich darf noch einmal wiederholen, wie sich der Test methodisch gestaltet. Wir haben eine klassische Shuttle-Distanz von 20 Meter. Zwischen diesen Punkten laufen die Spieler hin und her. Startgeschwindigkeit ist eben 7 km/h mit einer Steigerung der Belastung von 0,5 km/h nach in etwa 60 Sekunden. Also deshalb in etwa, es hängt eben davon ab, wann die Spieler eben bei einem Wendepunkt sind. Und zwischen den einzelnen Belastungsstufen ist eine 15-sekündige Pause. Wo sehen wir die großen Vorteile dieses Tests? Zum einen ist er sehr fußballspezifisch, nämlich aus 2 Gründen. Wir haben einen permanenten Richtungswechsel und wir haben auch eine Pause zwischen den einzelnen Belastungsstufen. Also es ist kein kontinuierlicher Ausdauertest, wie man ihn vielleicht aus der Leichtathletik oder aus dem Radsport kennt. Dann die Stufendauer ist konstant und bleibt konstant. Damit unterscheidet sich der Test auch von anderen sehr häufig eingesetzten Tests, wie zum Beispiel der Yo-Yo Intermittent Recovery Test 1 oder 2 von Banksbo, wo einfach die Stufendauern sich permanent ändern und deshalb auch eine gewisse Vergleichbarkeit nicht mehr so gegeben ist. Und dann ist dieser Test mit und Laktatabnahme durchführbar. Wir verwenden auch Spirometrieanlage, also ist wirklich mit vollem Testequipment durchführbar, aber auch komplett ohne. Und das macht es aus meiner Sicht so interessant. Also man kann diesen gleichen Test im Amateurbereich, im Nachwuchsbereich bis hinauf zum absoluten Profibereich einsetzen. Man hat immer die gleiche Methodik und so bleiben auch die Daten vergleichbar. Und ich finde, das ist schon ein Riesenvorteil und macht diesen Test so interessant. Aufgrund dieser Testmethodik ist es auch möglich, die aerobe bzw. anaerobe Schwelle zu bestimmen. Also wir verwenden das 3-Phasen-Modell, das auf Tim, Skinner und McLean zurückgeht. Warum brauchen wir die anaerobe Schwelle, also die aerobe Schwelle? Einerseits, um Tracking-Systeme zu bespielen, um die entsprechenden Bands festzulegen, wenn man Herz-Kreislauf-orientierte Steuerung, beziehungsweise stoffwechselorientierte Steuerung der Belastung machen möchte. Und zum anderen, wenn man Intervalltrainings, also eigene Lauftrainings machen möchte und die individuell gestalten möchte.
So eine Frage ist im Nachgang, ich habe das schon kurz erwähnt, der ersten ÖKAV aufgetreten, nämlich der Vergleich zum 3015 Intermittent Fitness Test nach Martin Buchheit. Es sind ja sehr große Parallelen gegeben. Also wir haben eine leicht unterschiedliche Startgeschwindigkeit. Der 3015 Test beginnt mit 8 km/h. Wir empfehlen 7 km/h auch im Sinne des Aufwärmens und langsam in den Test reinkommens, auch um weniger gut trainiert, mit schlechterer Ausdauer, Leistungstechnik auch noch gut erfassen zu können. Die Belastungssteigerung ist ident. Der 3015 Test steigert bereits nach 30 Sekunden, das heißt eine Pause, also die Belastungsstufe ist kürzer. Allerdings hat er auch in 15 Sekunden Pause, also es sind doch gewisse Parallelen gegeben. Und wenn man das jetzt interpretiert, dann könnte man sagen, dass der 3015 das vielleicht noch fußballspezifischer ist, weil ihm die Belastungszeit entsprechend kürzer ist. Bei beiden gleich ist, dass gleich positiv ist, dass die Stufendauer konstant und gleichbleibend ist. Beim 3015-Test ist grundsätzlich keine Laktatabnahme vorgesehen und auch keine Bestimmung der aeroben bzw. anaeroben Schwelle vorgesehen. Unter Umständen sollte dies allerdings möglich sein. Der Intermittent Recovery Shuttle Run Test ist explizit eben darauf ausgelegt, dass man eben mit oder ohne Laktatabnahme oder Spirometrie diesen Test durchführen kann und dass die Schwellen entsprechend bestimmbar sind. So, wie schon angesprochen, wo findet man das App? Also das App ist über den Play Store abrufbar. Zurzeit ist nur eine Android-Version verfügbar, also wenn entsprechender Bedarf gegeben ist, dann werden wir auch eine Mac-Version noch ins Leben rufen. Also über das Schlagwort PACER, IRSRT, also Intermittent Recovery Shuttle Run Test, kann man das App abrufen. Wenn man das App startet, kommt man auf diesen Startscreen, also mit einfachen Tippen dann auf das rote Feld. Erscheint die nächste Seite, wo die Rahmenbedingungen nochmal beschrieben werden, also Startgeschwindigkeit, Stufendauer, Geschwindigkeitsänderung, Teilstrecke und Pause zwischen den Stufen. Und dann beim Test selber läuft die Anzeige mit, eben wo die Gesamtdauer und Distanz, die Belastungsstufe, also Stufendauer, Stufendistanz und eben auch entsprechend bei den einzelnen Teilstrecken runter, also Teilstreckendauer und Teilstreckendistanz direkt betrachtet werden können. Wir haben dazu ein Video vorbereitet. Ich darf das abspielen, wo man das App dann sieht. Intermittent Recovery Shuttle Run Test, entwickelt vom sportwissenschaftlichen Labor der FH Joanneum. Der Intermittent Recovery Shuttle Run Test ist ein Ausdauerleistungstest, der speziell für Sportarten mit intermittierendem Charakter wie Fußball, Handball oder Basketball entwickelt wurde. Er dient einerseits zur Einschätzung der spezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit der Spieler und ermöglicht andererseits geschwindigkeitsbasierte Läufe wie ein Intervalltraining zu steuern. Beginnend mit 7 km/h wird die Laufgeschwindigkeit nach ca. 60 Sekunden um jeweils 0,5 km/h gesteigert, bis die getesteten Personen die vorgegebene Laufgeschwindigkeit nicht mehr aufrechterhalten können und den Test aufgrund subjektiver Erschöpfung abbrechen. Zwischen den Belastungsstufen ist eine 15 Sekunden dauernde Pause. Letzte Teilstrecke. Die Geschwindigkeitsvorgabe erfolgt mittels einer PACER-App. Das Besondere an dem Test ist, dass dieselbe Methodik sowohl für den Hobby- und Amateurbereich als auch im Profibereich eingesetzt werden kann. Damit sind auch die gewonnenen Daten bzw. die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Wir sehen hier 4 typische, jedoch unterschiedlich aufwendig gestaltete Testszenarien. Testperson 1 ohne weitere Messinstrumente. Testperson 2 ausgestattet
mit einem Herzfrequenzmessgerät. Testperson 3, ausgestattet mit einem Herzfrequenzmessgerät und zusätzlicher Blutlaktatabnahme. Testperson 4, versehen mit einer mobilen Spirometrieanlage. Aussagen über die spezifische Ausdauerleistungsfähigkeit sowie Vorgaben für geschwindigkeitsbasierte Läufe sind bei allen vier Testszenarien mit unterschiedlicher Genauigkeit möglich. Aussagen über Trainingsherzfrequenzen können nur dann gemacht werden, wenn die Herzfrequenz während des Tests erfasst wurde. Letzte Teilstrecke. So. Also das war ein Anschauungsvideo. Ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, wie das dann in der Praxis abläuft und wie das funktioniert. Logistisch, wenn man also mehrere Spieler mit Blutlaktatabnahme untersuchen möchte, braucht man entsprechend gut ausgebildetes, qualifiziertes Personal, das er tatsächlich schafft, dann in 15 Sekunden die entsprechenden Blutproben mit der benötigten Qualität abzunehmen. Ja, wie schon angedeutet, was sind die Informationen, die da jetzt drinnen stecken? Einerseits eben die Einschätzung der Ausdauerleistungsfähigkeit. Wo steht der Spieler? Wie hat er sich entwickelt durch entsprechende Trainingsmaßnahmen? Und auch die Information, die aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist die Return-to-Match-Information. Das ist die Ausdauerleistungsfähigkeit bereits auf dem Niveau, das ich haben will. Wir wissen, Das Hauptproblem oder der Hauptgrund einer Verletzung ist immer eine speichernde Vorverletzung. Also die Spieler werden unter Umständen zu früh bereits wieder in den Matchbetrieb übernommen. Dann die Definition eben der Bands für die oder die Bereiche der Tracking-Systeme und dann die Ableitung verschiedener, vor allem Intervalltrainingsarten. Also ich würde vor allem empfehlen, dieses von uns entwickelte Short Aeric Intervalltraining, wo man also 10 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause macht mit entsprechender Häufigkeit. Also da lässt sich genau in diese benötigte Qualität, nämlich der Wechsel von intensiven Belastungen und Erholung, sehr gut entwickeln. Ich darf abschließend noch einen Blick in die Zukunft werfen. Also wo soll es da hingehen mit diesem Test? Also wir arbeiten zurzeit daran, dass wir auf Basis der Testergebnisse auch die VO2 Max voraussagen können. Denn der Messaufwand bei der Bestimmung mit dem mobilen Spiro ist dann doch sehr intensiv, vor allem auch kostenintensiv. Aber wir entwickeln da gerade Modelle, wo man dann aufgrund von einigen Daten und der entsprechenden Laufleistung eine gute Abschätzung der VO2 Max vornehmen kann. Weiters arbeiten wir an einem vorgefertigten Template, wo einfach verschiedene Intervalltrainingsvarianten dann ableitbar sind, wie man sie dann ganz einfach dann im Trainingsprozess einsetzen kann. Ich glaube, das ist dann vor allem für den Amateur- und semi-professionellen Bereich dann eine spannende Möglichkeit. Wenn hier bei den Zuhörern interessierte Trainer dabei sind, die sagen, okay, wir möchten uns bei diversen Studien beteiligen und wir würden da gerne mitmachen, also gerne ein E-Mail an mich senden. Wir melden uns dann bei Bedarf und können sie dann in einer entsprechenden Studie gerne einbauen. Ich darf Dankeschön sagen für die Aufmerksamkeit.